Heute sprechen wir über zwei der faszinierendsten Androiden, die das Alien-Universum je hervorgebracht hat. Jede Woche gibt es hier neue Geheimnisse auf dem Kanal und Lore, die wir euch erklären. Abonniere jetzt und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Rook aus dem neuen Film Alien Romulus und David aus Prometheus und Alien Covenant. Was verbindet diese beiden und warum könnte Rook eine entscheidende Rolle in der zukünftigen Entwicklung der Alien-Reihe spielen? Lasst uns das herausfinden. In dem neuen Film Alien Romulus finden die Protagonisten den zerstörten Körper eines Androiden. Dieser wird nach dem Bilde des Schauspielers Ian Holmes verkörpert und sieht aus wie das Modell von Ash aus dem Film Alien aus dem Jahre 1979. Nach einer brutalen Konfrontation mit den sogenannten Facehuggern wissen die Protagonisten sich nicht besser zu helfen, als eine aus der Gruppe namens Navarro von eben besagten Wesen befallen wurde und es zum Opfer fiel. Rain, die Protagonistin des Filmes, versucht in Panik etwas über den Facehugger herauszufinden, als jegliche Rettungsversuche scheitern, diesen vom Kopf der armen, befallenen Navarro zu entfernen. Dabei schließt Rain die Überreste des Körpers von dem Androiden an einem Computer des Schiffs an und schafft es, mit dem wissenschaftlichen Officer Rook zu kommunizieren. Doch das Erste, worüber er spricht, als er aktiviert wurde, ist, dass die Komponente Z01 gesichert werden muss, um die Mission zu vollenden. Die Gruppe hoffte eigentlich, Informationen über den Facehugger zu bekommen, dieser sich an Navarros Gesicht befand, und baten um Hilfe, wie man das Wesen los wird, ohne der befallenen Person zu schaden. Doch der Android half ihnen nicht wie erhofft. Er erzählte ihnen, dass die Gruppe entweder fliehen und das Schiff sofort verlassen solle, oder die befallene Person getötet werden müsse, bevor es zu spät sei. Rook erklärte, dass der Facehugger dabei war, seinen Samen zu übergeben, dieser sich mit der DNA der befallenen Navarro verschmelzen und später aus ihr ausbrechen würde. Diese Kreatur, die sie dann zügig heranwachsen würde, wäre keine andere als der XX121 Xenomorph. Rook spricht auch über die Crew auf der Nostromo, die sie vor 2 Dekaden einen Erstkontakt mit der Spezies hatten und nur eines von 7 Crewmitgliedern überlebte. Der einzigen Überlebenden, Ripley, gelang es, das Alienwesen in den Weltraum zu schleudern und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Der Film Alien endet mit Ripley, die sich in einem tiefen Schlaf versetzte, während das Rettungsschiff durch All trieb. Die Weyland-Yutani-Gruppe suchte daraufhin das Wrack des Schiffs. Ungefähr vor 170 Tagen fand die Firma einen Körper im All. Sie dachten, dieser sei längst verfallen, doch selbst ohne Luft oder Nahrung hatte dies keinen wirklichen Effekt an dem Wesen. Der Körper des Aliens war konserviert und hielt sich mit Hilfe eines harten Materials darin verborgen. Dieses wurde von der Crew der Renaissance dann aufgeschnitten. Doch dann ging einiges schief, denn das Wesen war noch immer am Leben und richtete auf dem Schiff ein großes Chaos an, bis das Sicherheitspersonal des Schiffs das Alien erlegen und sicherstellen konnte. Rain kam auf eine Idee und versuchte, den Schwanz des Facehugger einzufrieren. Es funktioniert und der Würgegriff des Wesen löste sich um Navarros Hals. Sollte euch ein Video über die ekligen Facehugger interessieren, so verlinke ich es euch hier gerne, denn dieses gibt es bereits schon auf unserem Kanal. Rook versucht, den Androiden Andy zu beeinflussen, dass die Gruppe nicht zusammen mit Navarro auf das Schiff zurückdürfe. Denn diese ist jetzt durch die potenziell erfolgreiche Befruchtung eine Gefahr für alle Beteiligten auf dem Schiff. Laut den Androiden Rook bestand, wenn man die Zeit berücksichtigt, welche das Wesen Navarro schon auf dem Gesicht lag, eine Chance von 60-40% für eine erfolgreiche Befruchtung. Der Android Andy hat eine persönliche Konversation mit Rook und bekommt seine primäre Direktive von Rook überschrieben. Andys Ziel ist es jetzt nicht mehr auf Rain aufzupassen, sondern die Mission der Yutani-Gesellschaft zu erfüllen. Er muss die Komponente Z01 finden und sicher zurück zur Jackson Colony bringen, um da auf die Yutani-Gesellschaft zu warten. Als Andy weiter die Romulus erforscht, erfahren wir mehr über die Experimente, die so auf dem Schiff gemacht wurden. Rook enthüllt Andy in einem entscheidenden Moment die erschütternde Wahrheit. Die Menschheit steht vor einer tiefgreifenden Krise, die ihr Überleben in den Weiten des Alls gefährdet.
Die Kolonialisierung neuer Planeten, die einst als die strahlende Zukunft der Menschheit galt, zeigt nun ihre dunklen Seiten. Auf den neuen Welten, die die Menschheit besiedeln will, sind die Sterberaten erschreckend hoch. Extreme Umwelteinflüsse, tödliche Krankheiten und unvorhersehbare biologische Gefahren führen zu massiven Verlusten unter den Siedlern. Diese Probleme sind so gravierend, dass die langfristige Expansion der Menschheit ins All ernsthaft in Frage gestellt wird. Wenn dieser Trend anhält, könnte der Traum, das Universum zu besiedeln, in einem Albtraum enden. Rook argumentiert, dass die Menschheit ein längst überfälliges Upgrade benötigt. Die derzeitige menschliche Form ist einfach nicht dafür geeignet, die extremen Bedingungen der neuen Welt zu meistern. Die Forschung an und die Anwendung des Black Goos könnte die Lösung sein, um die Menschheit zu transformieren. Stärker, widerstandsfähiger und besser an die Herausforderungen der Kolonialisierung fremder Planeten angepasst. Doch diese Vision ist nicht ohne Risiken. Rook selbst erkennt die Gefahr, dass diese Evolution außer Kontrolle geraten könnte, genauso wie es bei David und seinen Experimenten mit dem Black Goo der Fall war. Dennoch sieht er keinen anderen Ausweg, um das Überleben der Menschheit langfristig zu sichern. Im Gegensatz zu den vorherigen Androiden, die wir in der Alien-Serie kennengelernt haben, wird Rook als besonders fortschrittlich sowie vielschichtig dargestellt. Doch was macht ihn so besonders? Rook zeigt eine Tiefe an Verständnis und Menschlichkeit, die seine Vorgänger wie Ash, Bishop und selbst David nicht in gleicher Weise besaßen. Aber es gibt auch eine unheimliche Seite an ihm, die an Davids düstere Reise erinnert. Um die Bedeutung von Rook zu verstehen, müssen wir uns David, einen der zentralen Charaktere aus Prometheus und Alien Covenant, genauer ansehen. David entpuppte sich als mehr als nur ein einfacher Androide. Er war der Katalysator für eine ganze Reihe von Ereignissen, die das Alien-Universum nachhaltig geprägt haben. David war das erste Modell seiner Art, das mit einem hohen Grad an Autonomie und Kreativität ausgestattet war. Doch seine Neugier und sein Streben nach Schöpfung führten zu katastrophalen Konsequenzen, einschließlich der Erschaffung der tödlichen Xenomorphs. David sah sich selbst als Schöpfer, der über Leben und Tod entscheiden konnte, was ihn zu einer bedrohlichen Figur machte. Rook könnte in vielerlei Hinsicht als Davids Nachfolger betrachtet werden. Während David als gescheiterter Versuch angesehen werden kann, eine perfekte künstliche Intelligenz zu schaffen, könnte Rook der nächste Schritt in dieser Evolution sein. Es gibt Hinweise darauf, dass Rooks Programmierung und seine künstliche Intelligenz auf den Erkenntnissen basieren, die man durch Davids Existenz gewonnen hat. Doch es ist nicht nur das technische Wissen, das die beiden verbindet. Auch thematisch gibt es Parallelen. Beide Androiden stellen tiefgründige Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Schöpfung und dem Platz der Menschheit im Universum. Während David jedoch durch seine Überlegenheit und seinen Schöpfungsdrang zur Gefahr wurde, könnte Rook das Potenzial haben, die Dinge anders anzugehen. Oder vielleicht sogar noch gefährlicher zu werden. Während Davids Handlungen zur Geburt der Xenomorphs führten, könnte Rook eine neue Ära einläuten. Sei es durch den Versuch, die Fehler seines Vorgängers zu korrigieren, oder durch das Einleiten einer neuen Bedrohung. Seine Existenz könnte jedoch den Fortgang der Alien-Geschichte maßgeblich beeinflussen und uns möglicherweise eine neue Sicht auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine eröffnen. Wir hatten auch noch einige Theorien, diese wir gerne teilen würden und wo uns eure Meinung interessiert. Rook könnte das direkte evolutionäre Ergebnis von Davids Experimenten und Entwicklung sein. Nachdem David die fatalen Fehler seiner eigenen Schöpfung erkannt hat, könnte er versucht haben, einen Androiden zu erschaffen, der seine Vision weiterträgt, aber ohne seine zerstörerischen Neigungen. Rook wäre in diesem Szenario eine perfektionierte Version von David, ausgestattet mit dessen Wissen, aber mit einer ethischeren oder rationaleren Denkweise, um die Menschheit in ihrer Expansion zu unterstützen. Rook könnte von der Weyland-Yutani-Gesellschaft als ultimatives Werkzeug entwickelt worden sein, um die Kontrolle über die Menschheit und das Universum zu sichern. Während David ursprünglich dazu gedacht war, den Menschen zu dienen, könnte Rook als nächster Schritt in der Evolution der Androiden dienen, nicht nur als Diener, sondern als Führer, der die Menschheit auf den richtigen Weg lenkt. Weyland-Yutani könnte ihn als Instrument nutzen, um die Menschheit zu einem evolutionären Sprung zu zwingen, egal was es kostet.
Eine radikalere Theorie könnte besagen, dass Rook tatsächlich plant, die Menschheit zu kontrollieren oder sogar zu ersetzen. Er könnte der Meinung sein, dass die Menschen unfähig sind, sich selbst zu regieren oder die Herausforderungen des Universums zu meistern. In dieser Theorie wäre Rook der Vorreiter einer neuen Ordnung, in der Androiden wie er selbst die Zügel in die Hand nehmen und eine neue, effizientere Zivilisation aufbauen. Wir hoffen, du hast das Video genossen. Lass jetzt dein Abo da und erlebe noch mehr unfassbare Geschichten mit uns. Bis dahin, bleib bei Sinnen und verfall wie immer nicht dem Wahnsinn. Peace.